Willkommen zurück zu Assassin's Creed 3, wie wir auf dem Schiff nach den Vorräten und unserem Vater suchen. Wir haben einen Traum, Benjamin! Einen Traum, den du zerstören wolltest! Und dafür, mein gefallener Freund, wirst du nun bezahlen! Nicht! Genug! Wir kamen aus einem Grund. Müssen unterschiedliche Gründe sein. Wo sind die Vorräte, die du gestohlen hast? Fahr zur Hölle! Okay. Wenn du es mir nicht sagen willst, ich frage noch hast du mal, Pech. Wo sind die Vorräte? Auf der Insel dort. Warten auf Abholung. Aber du hast kein Recht darauf. Es sind nicht deine. Nein, nicht meine. Diese Vorräte sind für die Männer und Frauen, die an etwas Größeres glauben als sich selbst. Die kämpfen und sterben, damit sie eines Tages frei von einer Tyrannei wie eurer leben können. Sind das dieselben Männer und Frauen, die mit Musketen aus englischem Stahl schießen? Die ihre Wunden mit Bandagen verbinden, die englische Hände gewoben haben? Oh, wie praktisch. Wir Armen. Und ihr erntet den Lohn. Du versuchst nur, eure Verbrechen zu entschuldigen. Als wärst du der Unschuldige und die anderen die Diebe. Alles eine Frage der Perspektive. Es führt kein Weg durchs Leben, der edel und gerecht ist und niemandem schadet. Glaubst du wirklich, dass die Krone kein Ziel hat? Keinen Grund, sich verraten zu fühlen? Das solltest du besser wissen. Der sich dem Kampf gegen die Templer gewidmet hat. Die sich ja selbst auf der gerechten Seite sehen. Denk daran, wenn du meinst, nur dein Tun diene dem Allgemeinwohl. Dein Feind sieht das anders. Und das nicht ohne Grund. Zawanios Ginaa, Diahne de Gantu Zidogaske. Oh, Totenstapel. Das war rechts, natürlich nicht so nett. Der Tod ist ein Segen für uns beide. Dann komm, du willst doch, dass ich dir helfe, alles von der Insel zu bergen. Ja. Wer will bestimmt nur selber wieder was einstecken? Sequenz 9 beendet. Man merkt schon, wir nähern uns sehr stark dem Ende. Als die Aufnahme gestartet, da waren wir so bei 55%. Ich bin wieder mit meinem Vater. Obwohl wir haben. Doch weiß ich noch nicht, ob das gut oder schlecht ist. Unsere Ziele sind gleich. Jedenfalls, was die Unabhängigkeit betrifft. Doch er verteidigt weiterhin Charles Lee, der meine Mutter tötete und mein Dorf niederbrannte. Dennoch, er hat recht, was Washington und seine Befürworter angeht. So viel Gerede über Freiheit und Gleichheit. Doch anscheinend gilt das nur für wohlhabende weiße Männer. Was ist mit einem wie mir? Oder Suri? Welche Rolle spielen wir dabei? Hat mein Vater etwa recht? Ich muss über so vieles nachdenken. Und es bleibt mir so wenig Zeit dafür. Willkommen zurück. Wie war's auf Martinique? Achilles, Ich muss mich entschuldigen. Ich habe einige falsche Dinge zu dir gesagt.
Deine Worte waren hart, Connor, aber auch nicht ohne Wahrheit. Ich ließ den Orden hängen, ermöglichte den Templern die Kontrolle. Doch nun ist ihr Griff geschwächt. Daher glaube ich, dass es eine Chance auf Frieden gibt. Stell dir vor, was wir erreichen können, wenn wir uns vereinen. Woher der Sinneswandel? Woher kommt das plötzlich? Du bist deinem Vater begegnet, nicht wahr? Ich sage nicht, dass ich ihm traue oder ihn schätze. Aber es wäre nachlässig, die Gelegenheit zu ignorieren. Haytham mag zuhören, doch wird er verstehen. Und selbst wenn, stimmt er zu? Selbst er muss einsehen, dass wir gemeinsam mehr erreichen als allein. Ich nehme an, du willst ihn aufsuchen. Ja. Ich reite nach New York, um zu sehen, was getan werden kann. Ob das ein Fehler sein wird? Wir werden es noch früh genug erfahren. Aber jetzt, ich habe ja gesagt, nach dieser Quest machen wir die Siedlungsmission weiter. Ich werde mal sehen, ob ich hier noch eine Folge mache, aber dann, egal was da noch kommt, ich werde es auf diese, also auf die nächste Folge dann grenzen. Da brauchen wir wirklich nichts. Ja, weil wir sind jetzt schon in der 8. Folge und das reicht vollkommen. Ich brauche hier mal einen wie dich. Ja. Was heißt denn wie mich? Für schmutzige Sachen? Mein Freund! Norris, was machst du? Sie sagt ja! Miriam? Wir werden heiraten! Ich sag, das ist keine gute Idee. Ist das wahr? Ja. Da du jetzt alles weißt, können wir reden? Es gibt so viel zu tun. Natürlich. Was soll ich tun? Begleite mich zum Gasthaus. Ich habe dort zu tun. Norris ist ein Pedant, oh, das ist aber was Traditionen schön angeht. Miriam weiß leider nicht, wo ihr Vater ist. Und sie hofften, dass du seinen Part bei der Zeremonie übernimmst. Ich bin nicht vertraut mit den kolonialen Hochzeitsbräuchen. Du musst nur neben ihr hergehen bei der Zeremonie und sie Norris übergeben, wie ein Vater es tut. Es wäre eine Ehre. Wunderbar. Dann zu etwas anderem. Unsere Hochzeiten sind komplexe Feiern und erfordern, dass viele Hände zusammenarbeiten. Warren und Prudence müssen für Verpflegung sorgen und Alan für angemessene Kleidung. Big Dave muss Eheringe schmieden, ich die Trauung vollziehen und Oliver und Corinne das Festmahl bereiten. Das ist viel Arbeit. Wir fangen hier an. Das ist wirklich sehr viel Arbeit. Oder auch nicht? Überspringen. Haben wir jetzt die Arbeit einfach übersprungen? Wir haben die Arbeit einfach übersprungen, ich weiß es ja nicht. Was ist los, Norris? Hast du Schiss? Connor, alles scheint für den großen Tag bereit zu sein. Ist es? Nur ich finde Miriam nicht. Ich bin sicher, sie sorgt dafür, dass alles perfekt ist. Ich finde sie, mein Freund. In unserem Haus, oder wie? Wollte schon sagen. Wird die Quest angezeigt? Nein. Doch, in unserem Haus. Wüsste ich doch, da ich da was gesehen habe. Ah, da sieht man schon, wir haben schon ein bisschen geschafft. Ja, ich weiß, dass er auf dem Balkon ist. Ja, wir haben hier ein Bötchen. Ich will das hier nur mal kurz alles zeigen. Dann haben wir eine Verdienstmedaille. Truhe. Da haben wir dann noch ein Bildchen. Das war ja hier alles noch nicht mit drin.
Oh, Moment. Da ist noch was. Was mit dem Kleid ist hier runtergesprungen? Oh nee. So tut sie das. Hat wahrscheinlich genau den gleichen Weg genommen, den ich gerade gehe. Das haben die echt cool gemacht, diese Verbindung. Was will der denn? Blöder Typ, ey. Klopfwart. Wo ist die denn hin? Ich hoffe mal ganz stark, dass ihr meinen Hund, der gerade draußen ist und ich drin und keine Fenster offen habe, nicht gehört habt. Die in Teamspeak sagen auch immer, oh, welcher Hund bellt denn da? Und ich höre den selber kaum. Ich lasse dich ganz sicher nicht in Ruhe. Du hast nur Angst. Warum läufst du weg? Lass mich in Ruhe. Ich bin keine Hausfrau. Niemand hält dich für eine. Genau darum geht es hier doch. Was ist denn jetzt passiert? Oder was wird jetzt passieren? Also ich habe nichts weggedrückt. Hat er jetzt was gefehlt? Du darfst die Braut küssen. Wunderschön. Jetzt wird gefeuert. Ach, was haltet ihr von dem Paar? Amüsierst du dich? Oh ja. Es ist schön, wenn alle zusammen und glücklich sind. Sieh dir die beiden an. Sie sind ein schönes Paar. Norris ist mein bester Freund und er konnte keine bessere Frau finden. Bin stolz auf ihn. Manchmal passen zwei Menschen einfach zueinander. Norris und Miriam brachte der Himmel zusammen. Connor brachte sie zusammen. Ist es nicht so? Ich half Norris nur, den Mut aufzubringen. Der Rest kam von allein. Natürlich. Wir haben ja nur einfach alles gemacht. Was hattet ihr? Und mein kleiner Bruder Joseph warf ihn in den Fluss. Connor, wir erzählten gerade von unseren Hochzeiten. Sehr muntere Feiern, wie es scheint. Munter? Mehr Schlägerei als Hochzeit. Wenn du Joe klein nennst, kannst du zu mir Big Terry sagen. Der Bursche ist ein Hühne. Mein jüngerer Bruder hatte einen Streit mit einem von Terrys Cousins. Eine Meinungsverschiedenheit über die Tanzkarte einer Lady. Ich sage nur, Terrys Cousin war danach schlagartig nüchtern. Ach, mein Junge. Saß klatschnass da auf einem Baumstumpf, während Joseph seine Ange... Hat ihm gut getan. Zeigte ihm, das Glück ist mit den Tüchtigen. Entschuldigt einen Moment. Danke. Es dauert nicht lange. Ich möchte nur Connor und euch allen etwas zeigen. Ich sagte, ich werde einen Weg finden, mich für euer mutiges Einschreiten bei euch zu bedanken.
Und heute möchte ich es endlich tun. Diese Flagge ist ein Symbol unserer Stärke und Einheit. Und ich hoffe, ihr werdet sie alle voller Stolz über euren Häusern und Geschäften hissen. Ich mache gerne eine für jeden Einzelnen, wenn ihr möchtet. Aber diese hier ist für dich, Connor. Danke sehr. Yeah. Wir haben unsere eigene Flagge. Oh yeah, das sieht sowas von geil aus. Ich weiß nicht, ich hätte es so ein bisschen cool gefunden, wenn dann so ein Assassin's Creed Symbol drauf wäre. So in diesem Kreis oder so, oder da drüber, oder rechts auf dem Weißen, das wäre bestimmt cool gewesen, in irgendeiner Art und Weise. Oh Gott, oh Gott. Noch mehr Siedlermission, nein! Aber dies und alles mehr, das sehen wir alles erst in der nächsten Aufnahme. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.